Herzlich willkommen bei den Games World Daily News am Montag mit Sonnenbrand und Simon. Wir starten mit Battlefield 2018. Nächster Battlefield-Teil erscheint 2018 und ist offenbar schon in Arbeit. Arg! Sag ich ja nur. Das sagt man auch, wenn man Sonnenbrand hat, aber auch bei Survival Evolved. Der Early Access Survival-Kracher ist kurz vor Release verschoben worden. Freudiger Titanfall 2 Gratisspiel mit EA und Origin Access. Termin steht fest. Ja, und Wolfenstein 2, The New Colossus, Entscheidungen aus The New Order verändern tatsächlich den Ablauf des neuen Spiels. Wir starten jetzt mal mit Battlefield 2018. Ha! Keine Ahnung, ob es so heißen wird, aber es wird 2018 wird das nächste Battlefield erscheinen. Ich denke, das überrascht jetzt niemanden so groß. EA hat es aber nun bestätigt, und zwar im Rahmen einer Investorenkonferenz. So sieht's aus. Demnach wird es im nächsten Jahr definitiv neues Futter für alle Battlefield-Spieler geben. Offenbar ist der Titel schon bei DICE in Arbeit. Details zum Release oder gar zum Setting, was ja besonders spannend ist, wo jetzt dann das neue Battlefield spielen wird, gibt es noch nicht. Der Titel setzt wenig überraschend aber wieder auf DICE hauseigene Frostbite-Engine. Und auf Basis dieses Grafikmotors hat EA auch noch 12 andere Spiele in Arbeit. Unter anderem FIFA 18, Anthem, das neue BioWare-Spiel und dann noch das Star Wars-Spiel von Visceral Games, auf das alle warten. Aktuell arbeitet DICE ja an Battlefront 2, an Star Wars Battlefront 2, und das soll ja am 17. November 2017 erscheinen. Ja. Setzt auch auf die Frostbite-End. Genau. Und danach, bin ich überrascht. Und danach werden sie wahrscheinlich richtig viel Presse machen für das neue Battlefield. Hoffen wir es. Ich bin gespannt. Ark Survival Evolved wurde verschoben. Mal wieder. Ja, Studio Wildcard hat es offiziell bekannt gemacht. Statt schon am 8. August erscheint dieser Early Access Survival-Hit nun erst am 29. August. Ja. Der Release ist parallel geplant für PC, Xbox One und PlayStation 4. Ja. Ark befindet sich ja seit rund 2 Jahren im Early Access Stadium. Du konntest ja auch schon einige Erfahrungen damit sammeln, hast es ja auch intensiv gespielt am Anfang. Die zusätzliche Zeit benötigen die Entwickler fürs Feintuning wohl noch. Das wird wohl mit einem Day One Patch ins Spiel integriert. Ja, denn die Gold Master und die Zertifizierung der finalen Version, die sind schon fertig. Also die Disc ist quasi schon so, wie sie dann im Laden steht. Ja. Es wird dann wohl einen Day One Patch geben, und einen Patch wird es außerdem geben für alle Leute, die wie ich schon seit Early Access spielen. Mitte August soll da ein großer Patch folgen, der Ark dann weiterhin gegen DDoS-Attacken zum Beispiel abschirmt, sowie Konsolenspielern dann den Zugang zu Dedicated Servern eröffnet. Ja, ich frage mich, was die in den 2 Jahren eigentlich gemacht haben, dass sie jetzt noch Zeit brauchen fürs Feintuning. Sehr, sehr viele Updates, sehr, sehr viele Dinos, sehr, sehr viele sinnlose Updates, sehr, sehr viele sinnvolle Updates. Sie haben sich auf jeden Fall, das kann man ihnen nicht vorwerfen, sie haben wirklich sich sehr viel Mühe gegeben. Okay, das muss man sagen. Sehr gut. Naja, jetzt kommt's raus, jetzt probiere ich es wahrscheinlich auch mal aus. Titanfall 2 habe ich damals auch ausprobiert und gespielt und fand es toll. Und das wird jetzt ins EA Origin Access Programm aufgenommen. Das heißt, Abonnenten des Service können den Titel schon ab morgen, 1. August, gratis spielen. Ja, cool. Super. EA hat es in dem offiziellen Blog jetzt bestätigt. Mit dabei sind in dem Fall auch alle DLCs. Das ist halt besonders spannend. Im Fall von Titanfall 2 wurde ja auf den kostenpflichtigen Season Pass verzichtet. Demnach stehen Interessierten dann auch alle Inhalte, wie zum Beispiel die neuen Maps und auch die neuen Waffen, die dann nach Release dazugekommen sind, zur Verfügung. So eine Mitgliedschaft bei EA bzw. Origin Access kostet rund 4 Euro im Monat oder 25 Euro im Jahr und gibt euch Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek, den sogenannten Vault, und ist irgendwie so ein bisschen die Zukunftsvision von Gaming-Vertrieb. Ja. So ein Streaming-Service. Genau, sowas wie es im Musikbereich zum Beispiel für Spotify gibt oder Netflix im Filmbereich oder so. Naja, das ist ja nicht alles. Später im Jahr soll dann eine kostenlose Version für Battlefield 1 folgen. Auch die DLC-Inhalte des Weltkriegs-Shooters. Auf die müsst ihr dann aber wahrscheinlich verzichten. Die sind nicht dabei. War ja bei Battlefront auch schon, als es ins Early Access, als ins EA Access, Early Access, in dieses Programm eben mit aufgenommen wurde. Da war halt nur das Grundspiel dabei, die DLCs nicht. Dementsprechend wenig los war, auch wenn du das halt in der EA Access Version gespielt hast, weil die anderen Leute, die es halt hatten, haben halt die DLCs dann gespielt. Richtig. Bisschen schade. Ja. Wolfenstein 2 The New Colossus baut ja von der Geschichte her auf dem Vorgänger The New Order auf. Wie die Entwickler von Machine Games mitteilen, geht es dabei um eine ganz bestimmte Szene. Spieler des Vorgängers werden sich vielleicht erinnern, in einer Sequenz müsst ihr entscheiden, ob Fergus oder der Soldat Wyatt überleben soll. Das ist ja da so ganz fies in so einer, wo dann Feuer ist und sowas. Ne? Keine Spoiler, aber diese Szene wird jedem in Erinnerung geblieben sein. Richtig. Der es gespielt hat. Ja. Verzeihung, und diese Entscheidung hat wohl schwerwiegende Konsequenzen, die ihr dann in der Fortsetzung zu spüren bekommen sollt. Ja, und die
beziehen sich nicht nur auf die Geschichte des Shooters, wie die abläuft, sondern halt auch aufs Gameplay, sagen Machine Games in dem Fall. Was genau damit gemeint ist, wollen die Entwickler jetzt halt auch noch nicht rausposaunen. Den Vorgänger gespielt haben müsst ihr dazu übrigens nicht zwingend, denn vor Spielbeginn erlebt ihr die Szene so als Flashback, also quasi als Erinnerung von BJ Blazkowicz, und könnt euch da nochmal entscheiden, auch vielleicht eure Entscheidung vom Vorgänger mal überdenken, ob das wirklich die feine englische Art war, was ihr da gemacht habt, und dann eben entspannt losdaddeln. Finde ich aber cool, sowas eigentlich. Ich auch, ja. Ich muss zugeben, ich weiß es überhaupt nicht mehr, für wen ich mich da... Ich schon noch. Ich habe es aber auch erst um Weihnachten rumgespielt. Ja, okay, das war ein paar Tage her, schon als ich das gespielt habe. Ja, Videovorschau ist unser nächstes Thema, nämlich die Videos, die wir für euch gemacht haben. Und ja, unsere Dark Souls-Themenwoche, die ja letzte Woche lief mit sehr, sehr vielen Videos, die wir dazu gemacht haben, die läuft jetzt langsam aus. Und es gibt zum Abschluss noch ein paar, ja, Nachreicher, so, die wir gemacht haben. Zum Beispiel die besten Alternativen zur legendären Reihe, wer jetzt von Souls das nicht mehr sehen kann, aber so ähnliche Spiele halt trotzdem spielen will, solltet da mal reingucken. Wir stellen euch die unserer Meinung nach spannendsten Souls-like-Spiele vor und werfen einen Blick auf die vielversprechendsten Neuerscheinungen des Subgenres. Themenwoche geht auch diese Woche weiter, dann mit Gran Turismo, mit dem neuen Gran Turismo Sport. Nein. Brumm, brumm. Wolfenstein 2, da ist auch viel Brumm. Felix hat es ja gespielt, dürfte zocken schon ausgiebig, und was er so da mitgebracht hat, beziehungsweise was so seine Eindrücke waren und was ihr unbedingt wissen müsst, da gibt es eine Vorschau dazu demnächst, an der der gute Felix aktuell arbeitet. Und jetzt wird nicht mehr gearbeitet, jetzt wird Spaß gehabt mit unserer Community. GTA 6 war ja das Thema in unseren letzten News, und wir haben ja darüber gesprochen, dass es offenbar bei Rockstar Games in Arbeit ist, und da ist natürlich die spannende Frage, welches Setting das neue GTA haben wird und was ihr euch wünscht vor allen Dingen. Und da haben wir ja wieder schöne, lange, ausführliche Antworten bekommen. Los geht's mit Christian Kretschmar. Der schreibt, ich hätte mal richtig Lust auf ein GTA, das in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts spielen würde. Al Capone und die Prohibition und der Schwarze Freitag wären eine interessante Zeit. Man könnte vielleicht ein Kleingangster spielen in einem Liberty City der 20er, der die Prohibition umgeht und schließlich in der Finanzwirtschaft landet und den Black Friday mit forciert und dort entweder scheitert oder zu noch mehr Macht und Einfluss kommt. Klingt so wie Goodfellas irgendwie. Ja, ja, ja. Die Mode, die Autos, die Musik, das soziale Nachkriegsleben und der generelle Lifestyle zu dieser Zeit wären bestimmt äußerst interessant für ein GTA. Quasi toll. Mafia 1. Mafia 1, genau. Es ist im Grunde Mafia 1. Trotzdem eine tolle Idee, das nochmal aufleben zu lassen. Warum nicht? Al Capone und halt die Untouchables-mäßige Setting und so. Hätte ich auch durchaus Bock drauf. Kalle K. und viele andere wünschen sich hingegen ein Vice City Revival. Ist ja auch eine der beliebtesten Teile dieser 80er-Jahre-Geschichte. Er schreibt, wünsche mir ein neues GTA im Vice City Gewand. War bisher mein Lieblingsteil, die Serie mit dem 80er-Flair. Das sind aktuell hübsch und den inzwischen Quadrilliarden hoch 3 Möglichkeiten. Und ich bin glücklich. Das wäre super. 80er-Jahre-GTA hätte ich auch absolut nichts dagegen. Ja. GT3 Pro, der schreibt auch eine sehr ausführliche Antwort. Da muss ich vorher gleich mal husten. So. Jetzt sind wir alle wieder konzentriert. Er schreibt, GTA 6 muss einfach in einem nachgebauten Staat wie Florida spielen, mit Vice City als Hauptstadt. Dann am besten noch eine Erweiterung nach New Orleans. Das Setting wäre super, weil es viele Aspekte wie Exilkubaner, Haitianer, Voodoo-Zeug oder Ku Klux Klan-Spinner thematisieren könnte, mit dem gewohnten schwarzen Humor. Mit dem schwarzen Humor oder dem schwarzen Humor? Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich glaube, der schwarze Humor ist gemeint. Cool fände ich, vor allem den KKK ja, mit dem schwarzen Humor. Ich glaub, see what you did there. Cool fände ich, wenn es mal in den 70ern spielen würde, weil es ein unverbrauchtes Setting ist und eh viel besser als die 80er. Wichtig ist, wie immer, eine große Freiheit im Spiel und gute lizenzierte Mucke. Würde gern zwei Hauptfiguren haben, einen Verbrecher und einen Bullen mit fragwürdigen Methoden, sodass beide Protagonisten gegeneinander agieren würden und knifflige Entscheidungen getroffen werden müssen mit krassen Konsequenzen. So ein bisschen wie Heavy Rain, ne? Da arbeiten wir ja auch gegeneinander eigentlich schon, ja. An manchen Stellen. Zudem wird es mal Zeit, dass GTA einen weiblichen Protagonisten erhält. Finde ich auch cool, ja. GTA 6, das ist da unendliche Möglichkeiten, die genutzt werden müssen. Hätte da mega Bock drauf. Ich glaube, wir alle hätten mega Bock drauf. Die Möglichkeit, also alles, was du gesagt hast, klingt auch cool. Also das könnte man auf jeden Fall, vielleicht bis auf den schwarzen Humor, ne? Nehmen wir mal. Ja. Dafki90 schreibt, ich wünsche mir, dass es wieder mehr Fokus auf den Solo-Modus legt und es wieder etwas sandkastiger wird und ein bisschen
weniger Fokus auf die Story legt. Als Szenario wünsche ich mir die italienische Mafia und dass es diesmal in Europa spielt. Das Wichtigste ist aber, dass es diesmal auch gleich für den PC kommt und nicht erst Monate oder Jahre später. Ja, als PC-Nutzer kann man dir da nur zustimmen, wobei ich wieder so ein Gefühl habe, dass es nicht der Fall sein wird. Ist ja bei Rockstar üblich. Wird man jetzt auch sehen bei Red Dead Redemption 2. Aber ein europäisches ein europäisches GTA ist durchaus interessant, weil es gab ja mal diese GTA London-Erweiterung. Hat ja schon mal in Europa gespielt. Vielleicht verschlägt es uns ja zurück nach London oder so. Oder Berlin. Auch sein. Das wäre mal was. GTA Berlin. GTA würde ich auch kaufen, vermutlich. Aber London. Da muss man sich dann so mit Importzöllen und sowas rumschlagen. Genau. Diesen ganzen spannenden deutschen Gangster-Sachen. GTA Kastrop-Rauxel. Ja, das wäre natürlich auch super. Fast so gut wie Kingdom Come Klein-Sendelbach. Red Moon schreibt, GTA 5 zu toppen wird nicht leicht werden für Rockstar. Mir ist es eigentlich egal, was sie machen, aber zur Abwechslung können sie doch mal weibliche Gangster bringen, als immer die gleichen Stereotypen. Finde ich auch, ja. Wäre auch mal cool, mit weiblichen Charakteren GTA zu spielen. Da ist ja immer der große Aufschrei jetzt auch bei Star Wars Battlefront 2 gewesen. Du spielst eine schwarze Frau und alle haben sich natürlich aufgeregt dann in Foren und so weiter. Ja, warum muss es denn? Mir ist das doch wurscht, wenn ich das spiele. Mensch, mir ist das sowas von egal. Aber viele haben sich, es ist halt immer so dieses Ding, wenn du das machst, musst du dir halt aus bestimmten Ecken des Internets dann wieder natürlich ziemlich viel Scheiße anhören. Das hat auf jeden Fall wieder diese Shitstorm-Potenzial. War bei Mafia 3 mit dem Lincoln als Protagonist ja auch nichts anderes. Haben ja auch alle gesagt, ja, Schwarzer als Protagonist. Ja. Dann kommen wir lieber zu U-Cutted, der hat nämlich inhaltliche Anforderungen. Genau, er sagt, bei einem GTA 6 Setting lasse ich mich ganz von Rockstar überraschen, war ja in der Vergangenheit nicht schlecht. Vice City wäre nett, aber auch vieles andere gut. Wünschenswert wäre mir eventuell eine kooperative Kampagne oder eine noch bessere Umsetzung des Online-Modus, gerade im Hinblick auf PvE. Was hältst du davon? Super. Kooperatives so? GTA wäre echt richtig klasse. Hat man jetzt gesehen mit GTA Online, wo so die Möglichkeiten hinführen. Und auch mit den Heists vor allem. Die sind ja wirklich total spannend in GTA 5 Online. Und sowas ins Neue als Hauptspielprinzip mit einfließen zu lassen, wäre ich durchaus nicht abgeneigt. Stimmt. Der Sache. Mal gucken, wie sie das vermischen, ne? Den Online-Modus und halt das neue GTA. Vielleicht ist das dann auch aus komplett einem Guss oder so. Wird spannend, wird auf jeden Fall spannend. Ich denke, Rockstar hat da jede Menge vor. Wir werden das Thema natürlich beobachten und uns melden. Und ihr tut uns dafür nur einen Gefallen. Daumen hoch nach oben bitte und abonnieren. Wir sind fast bei 3000. Das ist der Wahnsinn. Wir sind ganz schön gewachsen, ey, seitdem wir diese Show so umstrukturiert haben. Hammer, wir haben ja eigentlich im März erst angefangen damit, so richtig mit dem neuen Konzept und so. Kommt an. Kommt an und es funktioniert. Und auch dank euch, dank euren Vorschlägen immer. Viele haben ja von euch auch Verbesserungsvorschläge gepostet, gerade in der Anfangszeit, die wir ja so gut wie es konnten eigentlich umgesetzt haben, so gut wie es halt in das Konzept gepasst hat. Wenn ihr euch da was einfällt, auch immer gerne mit unten reinschreiben. Stimmt. Und natürlich die Frage des Tages beantworten, ganz wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns. Macht's gut. Danke, ciao.